Siehst du wieder? Ich glaube schon. Das habe ich zuletzt mit Deutschland gemacht. Hat sie kein Handy? Ich glaube nicht. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? Vor allem, wer bekommt Briefe heutzutage? Hat jemand überhaupt einen Briefkasten zu Hause? Ich habe einen Briefkasten auf meinem Handy, ne? Meine E-Mails und alles. Ja, ich aber stell dir mal vor, wie es in der Zukunft sein wird. Zum Beispiel in den Star Wars-Filmen. Ja, dann lebe ich so mit meiner Uhr. Hallo. Und dann kommt auch mein Hologramm raus. Ja. Oder in deiner Brille so. Ja, kann ich die Busfahrzeiten so. Weiß ich schon. Das müssen wir nicht mehr nachschauen. Und dann ist sie noch gerade beim Handy. Wenn wir schon in der Zukunft sind. Ja. Cool. Aber ehrlich, was denkst du denn, wie andere Menschen darüber denken? Weiß ich nicht. Wollen wir rausgehen? Fragen? Ja, lass uns mal rausgehen. Ja, gehen wir raus und fragen die Menschen. Ich habe wohl ein normales Telefon, ich habe auch einen Computer, habe auch ein Handy, aber das ich nur für SMS und Anruf brauche. Hauptsächlich Telefon, also WhatsApp, diese üblichen Sachen. Und ja, wenn man alleine wohnt zum Beispiel, ist halt Kommunikation an sich jetzt diese, so wie jetzt gerade eben, eben weniger, ne? Deswegen läuft auch viel über Telefon. Zur Zeit mit meinem Handy, Telefon, ja, halt über die ganzen Apps, die man so hat. Ja, WhatsApp, Snapchat. Auch eigentlich nur übers Handy. Ja, WhatsApp und FaceTime und ja, das Telefon. Mit meinen Freunden schreibe ich viel über WhatsApp zum Beispiel. Ich telefoniere mit meiner Familie, mit Eltern, Oma, Opa. Und ansonsten natürlich auch manchmal per E-Mail. Gesprächen. Ja? Ja. Also wir sind schon analog, also über WhatsApp und so, aber ich bin immer noch der alten Schule, wo ich sage, wir müssen schon ein bisschen noch miteinander kommunizieren auf eingesessene Art und Weise. Übers Handy. Aber eben ein altes, uraltes Handy, das ist der Traum, ganz einfach, funktioniert alles wunderbar. Und auch in meinem Bekanntenkreis, eigentlich die älteren Leute, die wollen gar nicht dieses Gewisch haben, auf Deutsch gesagt. So schaut mein Handy aus, das ist alles. Ja, über WhatsApp und Handy und ich bin alleine zu Hause, spreche bloß mit meiner Katze. Aber halt so, Telefon wird es ja eh nicht mehr groß geben als Handy, wie gesagt, und über diese ganzen Apps bin da nicht so bewandert. Die Kommunikation für mich sehr schwierig, weil eigentlich alles nur noch über Handy oder digital geht. Und ich bin an und für sich der Typ, ein wenig von der alten Sorte, die sich gern austauscht mit anderen Menschen. Per Internet und vieles eben nicht mehr im persönlichen Stil. Ja, ist eine schwere Frage, aber ich stelle mir das so vor, dass halt man ein Armband hat, an dem dann sozusagen sowas wie ein Hologramm erscheint und dass das Handy halt eben ersetzt. Dass man viel weniger mit Briefen macht und viel mehr mit dem Handy oder auch mit neuen Geräten, die entwickelt werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jeder in Zukunft solche Chips implantiert kriegt, die direkt im Ohr sitzen und die einem dann jeden auf der Welt zuschalten können. Das heißt, ich möchte jetzt irgendjemanden anrufen und dann sage ich, ich möchte mit dem jetzt reden. Und dann wird der mir direkt ins Ohr gespielt und der hört natürlich auch direkt, was ich sage, ohne dass man jetzt irgendwelche Headsets oder Handys oder sowas hat. Das könnte ich mir vorstellen. Das, was jetzt verloren geht, ist zum Beispiel wie normale Kommunikation, wie man sich jetzt wir zwei unterhalten. Ne? Dass alles auf Technik ausgebaut ist, das ist alles recht und schön. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass eine zwischenmenschliche Kommunikation immer nur das Beste ist. Ne, weil da fehlt natürlich auch das gewisse Etwas, wo ich sage, ich brauche ja ein Gefühl gegenüber dem anderen und am Computer habe ich halt kein Gefühl. Also ich meine, die Jugend wächst damit auf, das ist vollkommen klar, gibt es auch nichts dagegen zu sagen, wobei manche ein bisschen übertreiben, die gehen ja schon über die Zebrastreifen, ohne dass sie von ihrem Handy wegschauen, aber so ist die Welt momentan. Hologramm? Also viel, viel später, ne? Und zu Hause, wie gesagt, sowieso mit dem Handy und diese WhatsApp und das, ne?